I found a firefighter's axe. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Fazit. Und diesmal zu Deadlight und hier speziell zum Director's Cut. Ein Spiel, was 2012 vom Entwickler Tequila Works erschienen ist. Der Publisher war Microsoft und es gibt das Spiel auch für viele andere Plattformen. PS3, Xbox 360, Xbox One. Ich habe mir den Director's Cut auch nochmal geholt für die Xbox One, um das nochmal zu, ja, bestimmte Dinge nochmal zu finden. Denn es gibt auch in diesem Spiel einiges zu entdecken und einiges zu finden. Das sind auch zum Beispiel die Handhelds, diese Handhelds, also die Konsolen, die Spielekonsolen, die unterwegs, wer die noch kennt. Passt praktisch, passt zum Setting, passt zu den 80er Jahren. Das Spiel spielt ja in den 80er Jahren den Charakter, also die Hauptrolle, die man da spielt, ist Randall. Und der ist auf der Suche nach seiner Familie und ja, die Story möchte ich jetzt nicht groß ausweiten, aber Fazit dazu, das Spiel, viele haben gemeint, das wäre zu kurz. Für mich eigentlich nicht unbedingt zu kurz, so 3 Stunden Spielzeit ungefähr, aber ich will jetzt nicht falsch erzählen, ich habe es lange nicht gespielt, nur jetzt für das Video und ich finde zu kurz. Man sollte dann am Ende, das Ende kenne ich noch, man sollte sich die Musik einfach mal zurücklehnen und dann diese Musik, die am Ende gespielt wird, reinziehen. Das ist einfach der Wahnsinn. Da lohnt sich schon, da hat sich das ganze Spiel gelohnt und man fühlt sich wirklich richtig gut. Man hat was geschafft, man hat es durch und ist einfach nur richtig stolz. Also, auf jeden Fall mein Fazit, super Spiel, super Sidescroller, super 2,5D-Spiel halt, sage ich mal. Wer so nicht hat, gezockt. Es lohnt sich auf jeden Fall.